Moin, weiter geht's. Ja, wir sind immer noch dabei, einfach das nächste Level zu erreichen, damit wir... Ihr wisst schon, warum erwähne ich das überhaupt immer wieder. Ja, und jetzt gehen wir nochmal zum Sonnenkreis, also den Weg dahin. Vielleicht sind da Viecher noch. Auf jeden Fall wollten... Ach ja, da wollten wir hin, weil unter der Brücke sitzt ja noch ein Schattenläufer und Lurker. Das haben wir ja gehört. Die können wir dann noch eben wegsnacken. Und mal gucken, was da noch in der Höhle ist. Vielleicht liegen da ja noch Steintafeln oder sowas. Ihr wisst ja. Dafür sind wir immer aufgeschlossen. Können wir immer gut gebrauchen. Ihm haben wir ja die Amos wieder gebracht. Jetzt können wir auch nochmal kurz in das Tal hier runtergehen. Vielleicht gibt es da auch noch was. Weiß ich aber nicht. Müssen wir schauen. Müssen wir gucken. So, wie kommen wir da runter? Ach, da hinten. Okay, da sind wieder ein Feldräuber. Das ist gut. Sind leicht und geben zwar nur 60 Erfahrung, 80, weiß ich nicht, aber besser als nichts. Und vielleicht sind ja auch noch andere Viecher. Alter, waren wir hier noch nie? Haben wir hier noch nie großartig was gemacht? Aua. Haben die uns gerade so viel Schaden gemacht? Oder hatte ich so viel Schaden wegen einem Skelett noch? Habe ich jetzt gerade gar nicht drauf geachtet. Okay. Nee. Das wollen wir nicht. Wir wollen das Schwert ziehen. Genau. So, schauen wir mal, was sich hier noch so rumtreibt. Ach, jetzt sind wir hier hinter Seekopfshof. Okay. Da waren wir ja schon, da haben wir die Banditen geplättet, aber da sind jetzt wieder ein paar Feldräuberchen. Okay, zwei, aber... Ne, drei. Okay. Okay, wieder ein bisschen mehr aus hier. Ja. Oh. Hau ab. So, die Erfahrung hätten wir auch schon mal. Und sonst waren wir hier schon. Hier sind wir durchgelaufen, ne? Als wir versucht haben, hier einen Weg zum Sonnenkreis zu finden. Alter, was muss ich denn die ganze Zeit überlegen, wie irgendwas heißt? Ich bin müde. Aber ich wollte die Folge noch aufnehmen. Ist denn hier? Wir scannen mal kurz. Ja, gescannt soweit in der Nähe nichts. Dann holen wir uns den Schattenläufer und die scheiß Lurker. Beim Leuchtturm gammelt denn noch eine Orgelite rum. Da brauchen wir... hallo? Da brauchen wir gar nicht erst versuchen, irgendwas zu machen. Orgelite schaffen wir noch nicht. Dann brauche ich echt noch einen Feuerregen für die Orks-Belagerung, weil ich das jetzt dann endlich mal testen will. Mit dem Feuerregen und den Orks, ne? Wenn ich auf ein Zelt klettere und was dann passiert. Ach, den hatten wir noch gar nicht. Inos, gewähre mir deine Hilfe und reinige diesen Schrein. Zwei übrig. Da müssen wir dann mal gucken, welcher noch nicht gereinigt ist, welcher noch besudelt ist von den schwarzen Tucken, die hier rumlaufen. In ihren komischen Anzügen, in ihren Lederklamotten, wisst ihr ja, mit den Masken. Hopp, bin ich gerade gegen das Mikro gekommen. Doof. Okay. Blut. Ne, ich dachte, da wäre schon die Höhle. Unfair. Ah. Das ist ein Schlurker. Zack. Stirb. Ist ja schon tot. Tot. Hallöchen. Wie geht's dir? Badet. Oh. Nee, ist noch einer. Oh. Ich penne noch einer. Und hier gerade sieht der mal mega eklig aus. Das sieht so cool aus, ey. Ach ja, schön. So. Der 2. Okay, dann liegt da nochmal ein toter Ork.
mit abgebissenem Kopf. Lecker. Oh, guck mal, die haben wahrscheinlich versucht, auch den zu töten. Waren bestimmt Abenteurer dabei, die es nicht geschafft haben und viele Verschleppte. Naja, okay, der hatte wahrscheinlich Vorliebe für Orks und der andere für Riesenratten. Aber man sieht ja, was die so alles killen, ne? Hier sieht man das. Aber ich frage mich, warum stapeln die die Köpfe von denen, die sie gefressen haben? Dämonen? Natürlich ein bisschen an den Film Der 13. Krieger mit den Venduls, die auch die Köpfe der Toten behalten haben und dann gestapelt haben zur Ehre ihrer Mutter. Wir gucken mal kurz die steinige Tafel an. Wo ist sie? Ach Gott, Lebensenergie schon wieder. Ach, zweimal. So, wieder 30 Lebensenergie dazu bekommen. Wie viel haben wir denn schon? Oh, 500. 537. 500. Hier war sonst nichts mehr. Sind vielleicht Viecher bei der Pyramide respawned? Ah, das wäre jetzt auch nochmal. Und viel zum Level Up ist es ja jetzt auch nicht mehr. Ich kämpfe um Punkte, echt. Wo wir jetzt auch schon ins Winter gehen könnten, glaube ich. Aber ich will halt mit dem Ordensschwert kämpfen, weil das halt 140 Schaden hat. Das sind 30 Schadenspunkte mehr als das Schwert, was wir jetzt haben. Ach, bei der Drachenjagd gibt es bestimmt so viele Level-Ups, ey. Weil die so viel XP bringen. Das wird gut. Und dann versuchen wir richtig schön das Minental auszuräuchern von den schäbigen, stinkenden Orks. Anscheinend hat sich hier nichts Neues angesiedelt. Doch. Snapper. Schnapper. Und in der Höhle? Hier war doch noch eine Höhle. Ah, da waren wir auch schon drin. Daran kann ich mich erinnern. Schnauze. Was? Fall um. So. Snipper. Gut. Ich denke, da waren wir ja schon drin. Aber gab es da noch einen Schattenläufer oder sowas? Den wir noch nicht gekillt haben? Ist natürlich die Frage, ne? Oder waren hier noch Skelette? Toll. Warum sehe ich seine... Ich sehe seine Lebensanzeige. Lol. Okay. Da ist nichts zu holen. Wir speichern mal. Was ist da los? Okay. Boah, zwei Stück. Gott. Donge, 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 donge. Donge, donge, geht weg. Wir gehen immer hier hin. Aber hier ist auch nichts mehr. Verdammt. Zwei sind also noch zu stark. Einer wäre okay. Die dürfen weiterleben, weil die noch zu stark sind. Nur deswegen. Und weil ich so gütig bin. Feuerwarane. Sehr nett. Mit denen brauchen wir uns auch noch nicht anzulegen. Das wird nichts. Aber hier, die Blutfliege da. Dein Kumpel. Ja, ruhig bleiben, wir gehen ja schon. Müssen wir mal gucken. Gut, dann gehen wir zum Sonnenkreis, zum schwarzen Troll. Versuchen an dem da vorbeizukommen, damit wir diese komische Pflanze kriegen. Also, weil wir killen, braucht man gar nicht erst versuchen, das schaffen wir nicht.
Ja. Das können wir wahrscheinlich nach der Drachenjagd mal probieren. Wenn wir ein bisschen mächtiger sind. Und wir müssen ja nochmal nach Jagd, das stimmt, das vergesse ich immer. Dann brauchen wir aber nochmal eine Verwandlung zum Schattenläufer. Oder vielleicht schaffen wir das jetzt mit der Rüstung rüber zu springen und dem Leben, den wir haben. Dass wir das jetzt besser aushalten. Müssten wir mal gucken. Jetzt wird's dunkel, ne? Ah, das ist scheiße. Warum wird es dunkel? Nein! Hör auf, Nacht zu werden. Das ist uncool. So, wir gehen mal hier lang. Hier waren wir zwar schon, aber hier war doch diese eine Passage noch, wo wir auch noch nicht drin waren. Gucken wir mal. Und wir haben noch was vergessen, glaube ich, bei der Brücke. Bei der Taverne zur Toten Harpyie. Da war, glaube ich, auch noch ein Areal, was wir übersprungen haben, weil wir da Schiss hatten. Also wir machen mal unser Lieblingslicht an. Wo ist es? Coole Licht. Leuchtet so Disco-Kugel, nenne ich das jetzt. Wir machen die Disco-Kugel an. Da liegt noch eine Spruchrolle auf einem Schrein. Den haben wir schon geklärt, ne? Den Schrein? Oder war mich noch nicht? Ne, cool. Inos, gewähre mir deine Hilfe. So, einer ist noch übrig. Welcher könnte das sein? Den haben wir. Ist das... Dann ist ja das bestimmt hinten beim Leuchtturm. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Da müssen wir mal nachgucken. So, was gibt's denn hier so? Ist lustig, wie das uns so hinterher springt, das Licht. Ist interessant. Ich speichere mal kurz ab. Lala. Gehst du durch? Ne, ich dachte gerade, das sah so aus. Oh, da. Hier geht's lang. Hallo? Somebody here? Minekraler. Fleischschwanzen. Cool, Minekraler. Nice. Nur so wenige? Naja, wenigstens Tränke. Danke. Das auch bitte. Ah, noch mehr. Da geht's ja noch weiter. Und ein Lederbeutel. Qualeye vielleicht? Nein. Ein grobes Schwert. Kann da liegen bleiben. Brauchen wir nicht. Jawoll. Oh ja. Seid ihr so schwach geworden? Kronstücke. Gott, mega selten die Pflanze. Eine Steintafel. Bestimmt Lebensenergie oder sowas. Was ist das? Feldkünderich nehmen wir mal mit. Kann ja nicht schaden. So, und da ging ja noch ein anderer Weg lang, ne? Den gucken wir uns auch nochmal an. Mal schauen, was da so gibt. Hallo Fleischwanzen, die sich nicht bewegen. Tja. Jetzt seid ihr tot. Oh, ich... Warte. Nicht niesen, nein. Okay. Verdammt. Puh. Okay. Eine Truhe? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay. Dann war's das. Hier gibt's leider nichts mehr. Und wir gucken uns trotzdem nochmal um. Vielleicht gibt es noch eine Höhle oder noch ein paar Viecher. Also nicht mehr hier in der Höhle, aber draußen. Wenn wir draußen sind, können wir noch mal gucken. Ob es da was gibt. Hallo? Ja, anscheinend nicht, ne? Alter! Ach, jetzt habe ich mich echt erschreckt gerade. Eins. Escape. Steuerung. Das ist immer so lange, wenn wir reden wollen, ne? Penner.
Die habe ich echt ganz vergessen. Obwohl ich noch von denen in der letzten Folge geredet habe, von diesen Lederheinis, Fetischisten, in roten Anzügen. Roten Spitzenleder laufen sie herum mit Masken. Ekelhaft. Da liegt irgendwas. Sieht aus wie eine Steintafel. Habt ihr das Glitzern gesehen? Und hier ist irgendwo der Troll. Glaube ich. Steintafel. Was für eine. Lebensenergie 3. Ey. Magie 3. Ey. Also ich freue mich. Könnte ich nochmal Stärke oder Geschicklichkeit oder sowas bekommen? Okay. Das sah gerade sehr komisch aus. So, hallo. Yep. Was haben wir denn hier? Ring. Es war geballt. Der haut einmal. Dann ist er tot. Aber ich würde das nochmal machen. Ich will nämlich die Steintafel wenigstens haben. Und wo ist diese komische Kack? Da, hier, warum ist sie hier vorne? Ich dachte, die wächst nur bei Trollkacke. Schnell, schnell. Auf. So, und jetzt sollen wir nochmal versuchen, den Ring zu bekommen. Wir bringen uns hier in Sicherheit. Yep. Boah, wir surfen einfach rum. Pass auf, ey. Wo ist der? Ha! So, jetzt versuchen wir den Ring, den ich einfach habe. Nein! Verdammt! Verdammt! Scheiße, was mach ich? Ich will diesen Ring! Ich will einfach alles haben! Das macht Spaß! Egal, wir holen die Steintafel. Komm mal runter vom Berg des Horns. Nimm das. Wir müssen warten, dass er sich da wieder hinsetzt. Wenn er da wieder steht, normal, ne? Dann haben wir den. Easy, Leute. Wirklich. Dann ist er tot. Also, dann ist er tot. Das ergibt keinen Sinn. Dann sind wir wenigstens nicht tot. Aber wir gucken, was war das für eine Steintafel? Hat sich das gelohnt? Sehr cool. Schon 26%. Aber immer noch Anfänger. Sollen wir die beiden auch kaputt klatschen? Ich speichere vorher einfach ab. Ich weiß nicht, wie stark die sind. Ich wäre mir da nicht so sicher. Und die klatschen wir jetzt einfach kaputt. Weil die waren sehr ungehörig zu uns. Das ist doch lange. Wenn wir die jetzt nochmal hier ansprechen. Hey, du! Hm? Und er? Hey, du! Wer bist du? Was soll denn das werden? Ein Verhör? Ja. Ich hab dir nichts zu sagen, aber du kannst ja mal mit meinem Kumpel reden. Aber sei vorsichtig, er mag keine Fremden. Verdammt, ich dachte, die greifen uns jetzt an. Hallo? Okay. Dann lassen wir dir da einfach stehen, so gemeine Menschen sind wir doch nicht. Ja, ich dachte, die greifen uns jetzt an. Weißt du, wir sprechen den nochmal an, weil der hat ja einen auf dicke Hose gemacht. Wenn du mich nochmal ansprichst, dann bist du tot. Und spricht man ihn nochmal an? Was steht da? Ende. Ja, toll. Gibt's hier irgendwas noch so in den Ecken? Da hinten ist noch eine Höhle. Da könnten wir auch nochmal vorbeischauen. Und es steht immer noch ein Suchender am Sonnenkreis. Oder haben die Xalason zu den platt gemacht? Könnte ich mir vorstellen. Weil die sind ja so brutal. Weißt du, der steht ja ganz alleine, der Suchende, mit seiner Ledermaske. Okay.
ist aber eine raue Begrüßung gewesen. Ja, ohne deinen Kumpel bist du nichts. Weil dein Kumpel backt nämlich gerade an der Tür fest. Schiebst du jetzt mal bitte? Nein, sein Kumpel hat sich befreit. Aber ist uncool. Uncool. Ich will eine Schnelltaste haben, wo ich mich heilen kann. Im Laufen will ich einen Trank trinken. Der verfolgt uns noch. So, wo bist du? Ich bin bereit. Da. Da ist er. Da ist er. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Willst du so elendig sterben wie dein Kumpel? Jawohl, will er. Komm her. Er hat uns zwischendurch getroffen. Unfair. Rostige Axt. Alles nur rostige. Na? Aua. Uah, das ist immer sehr knapp. Ich hasse Skelette. Puh, davon haben wir ein paar. Können wir mal hier schlucken. Er hat schlucken gesagt. Und natürlich Mana-Trank auch. Und speichern. Und dann schauen wir mal. So ein unfassbarer Paladin-Vogel. Okay. Wir machen sehr viel Schaden. Das seht ihr. Kein Problem. Easy. Okay. Und da hängt eine Waffe in diesem Lichtstrahl. Die will ich haben. Aber machen wir das? Haben wir noch Eisblock? Klingt jetzt doof, aber wir bräuchten Eiswelle. Dann könnten wir das vielleicht schaffen. Naja. Aber wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge von Gothic 2, die Nacht des Raben. Bis dahin. Tschüss. Oh.